Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von verschiedene Dinge. Dies, das, einfach so verschiedene Dinge. In diesem neuen Format rede ich über diverse Sachen, die mich gerade beschäftigen oder die ich mitbekomme. Das können auch interne Sachen sein. Wir legen direkt los. Let's go! Das erste Thema ist gerade das Internes. Und zwar geht es darum, dass YouTube bei mir den Community-Tab freigeschaltet hat, was mich mega freut. Über das kann ich zum Beispiel Votings machen. Ich kann euch Textsprachrichten schreiben mit irgendwelchen Updates. Ich kann neue Bilder aufladen, so wie zum Beispiel auch auf Instagram. Für mich ist einfach immer wichtig, dass ich alle Content hier auf YouTube habe und eben nicht auf allen anderen Plattformen auch noch. Deswegen finde ich das Feature mega cool. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, einfach meinen Channel abonnieren, vielleicht auch noch das Glöckchen aktivieren. Das würde mich natürlich sehr freuen. Dann bekommen wir die Sachen auch mit über. Wie gesagt, ihr könnt auf der App oder auf der Website auf den Community-Tab drücken. Und dort seht ihr dann die Informationen. Es gibt sicher immer ein bisschen Hintergrundinformationen. Das zweite Thema ist der Scooter- und Inline-Contest. Der findet am nächsten Sonntag statt. Das ist der hier. Ich habe euch schon ein Video darüber gemacht. Ich verlinke den hier oben und in der Beschreibung. Würde mich natürlich freuen, wenn ich den einen oder anderen würde sehen. Dürfen wir auch gerne Hoi sagen. Freut mich immer, wenn ich Leute im Real Life sehe. Okay, jetzt muss ich schnell spionieren. Der dritte Punkt, genau. Storyflow, das ist ein anderer Kanal, hat ein cooles Video gemacht über verschiedene SwissTuber. Und sie machen unterhalb, also in der Videobeschreibung von diesem Video, SwissTubers auflisten. Das wird auch stetig ergänzt. Geht doch dort mal auf dem Video vorbei und schaut euch die anderen SwissTuber an. Ich habe auch den einen oder anderen dort entdeckt, den ich cool gefunden habe. Ja, ist immer spannend, wie viele Schweizer YouTuber das es eigentlich gibt. Und die meisten kennst du eben doch nicht, weil sie halt auch wirklich klein sind. Ja, vielleicht gibt das jetzt so ein bisschen eine Hilfe auch denen, dass sie wachsen können. Dazu möchte ich noch sagen, ich habe bei mir auf dem Kanal im Tab Kanäle eine Rubrik mit SwissTubers. Ich glaube, irgendwie meine Lieblings-SwissTubers. Wenn ihr dort schauen könnt, seht ihr eben auch ein paar, die ich verlinkt habe, die ich cool finde. Ja, schaut doch dort mal vorbei. Und gerade in diesem Zug möchte ich noch einen Kanal erwähnen, den ich letztens entdeckt habe, wirklich per Zufall, weil ich gerade bei einem Skatepark gesucht habe. Und dann bin ich auf ein Video gestoßen von einem, der Lift filmt. Hey, und ich bin wirklich, zuerst bin ich mal 5 Minuten am Lachen gewesen und dachte, wer filmt Lift? Und dann bin ich auf den Kanal gegangen und dann habe ich als zweiter Gedanke gleich gehabt, so, hey, das ist eigentlich schon noch clever, das ist eigentlich nicht so viel Aufwand, du musst natürlich die Lift finden, aber ist eigentlich etwas Ähnliches, wie ich mache mit den Skateparks, aber mit Lift. Und die einen sind wirklich so ein bisschen ältere oder einfach auch ein bisschen spektakulärere, die sind wirklich cool. Dann gibt es natürlich auch ein bisschen die neueren, die nicht so spektakulär sind. Ja, schaut auf jeden Fall mal auf dem Channel vorbei. Ich habe mich wirklich kaputt gelacht beim ersten Video, das ich gesehen habe, weil ich dachte, ey, nein, ich kann mir so etwas Langweiliges auf den ersten Blick machen, also filmen. Aber ich finde den Kanal wirklich cool. Schaut mal bei ihm vorbei. Ich habe ihn unten verlinkt. Würde sich sicher auch freuen, wenn er 1-2 Abos bekommt von euch. Okay, ja, ich würde sagen, damit sind wir schon am Ende vom heutigen. Von der heutigen Ausgabe. Hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Schaut doch das nächste Mal rein. Ich probiere es möglichst regelmäßig zu machen. Peace out. Schöne Woche noch.